Die Demonstration der Bauern und Landwirte in Münster geht weiter. Die Kundgebung war schon, aber hier fahren sie jetzt noch durch die Stadt. Ja, und wir haben auch eben schon gehört, dass die Petition auch an die Grünen übergeben wurde. Ja, und hier fahren sie nochmal durch Münster. Euch einen wunderschönen Abend. Hier war 0 Grad und überfrieren der Nässe vom Straßenrand. Ja, ganz Deutschland steht auf. Die Bauern und Traktoren sind unterwegs. Ihr seid mit dabei. Wir hatten euch eben in der Kolonne mitgenommen. Maximilian Gerdes ist hier immer noch mit mir unterwegs. Und den werdet ihr demnächst auch öfter sehen. Maximilian, du hast ja gerade noch telefoniert mit dem Veranstalter. Kannst du uns über das Thema Petition, Grüne und Übergabe kurz informieren? Genau, es wurde so gehandhabt, dass nur ein kleiner Teil der Demonstration sich hier am Schloss getroffen hat, was man und da dann ein Papier der Frau Dröge übergeben hat, dass halt die Sicherheit für Frau Dröge auch gewährleistet ist, weil ich denke, bei dem Aufmarsch, den man hier sieht, ist es auch wichtig, dass sowas kontrolliert abläuft. Ja, kurz dazu gesagt, Katharina Dröge, Bundesvorsitzende der Grünen im Bundestag, ihr kennt sie hier auch bei mir aus den Videos, hier war vor über einem Jahr mal bei mir hier mit drin. Hat jetzt zwischendurch auch mal unterstützt, am Ende nicht mehr beim Projekt Baustoffspende NRW. Könnt ihr euch auch gerne die Videos aus der Vergangenheit anschauen. Ja, und die Bauern haben ihre Forderungen jetzt auch hier übergeben. Genau. Und wie ist deine Einschätzung? Ich denke, dass das sehr respektvoll vom LSV verlaufen ist und dementsprechend hoffentlich auch sich angeguckt wird, das Papier, und auch ernst genommen wird. Weil es hat einen ernsten Hintergrund, dass wir hier stehen und vor allem, dass wir so viele Leute sehen, die eigentlich dafür demonstrieren, dass wir weiter ein sicheres Leben haben in Deutschland. Ja. Wir merken es auch laut, gebt mal gerne Feedback wegen dem Ton, ob es Rausch oder normal ist. Also, ich zeige euch mal die Traktoren nochmal jetzt hier. Also das mal von Maximilian hier nochmal die Info und schaut mal, was hier überall auch mit draufsteht. Das sind die letzten zwei, die jetzt hier vorbeifahren. Die gehen jetzt hier weiter Richtung Stadt. Jetzt wird es auch ein bisschen ruhiger. Also, jetzt ist der Ton hier auch. Ja, wir haben viel gesehen hier am Konvoi. Wir waren hinten dran. Deshalb sind wir auch zu spät. Vor uns sind nämlich noch einige Fahrzeuge mit dazugekommen und haben sich angeschlossen. Ja, also, Unterlagen wurden übergeben für die, die es eben nicht gehört haben. Ton ist gut. Vielen Dank hier auch ans Feedback an euch. Ja, wir werden uns jetzt hier gleich mal ein bisschen in der Stadt umschauen. Wir gehen mal ein Stückchen mit, glaube ich, ne? Dann seht ihr noch ein bisschen was. Und hier vorne auch nochmal das Schloss, richtig? Genau, das ist das Münsteraner Schloss. Schaut mal, ist hier hinten. Im Sommer sind wir bestimmt hier auch nochmal. Ja, und hier stehen sie, die Bauern und Landwirte, und fahren jetzt hier noch durch die Stadt, um ihren Unmut kundzutun. Ich weiß nicht, wie viele Veranstaltungen ihr schon beobachtet habt, aber ganz Deutschland ist auf der Straße. Die Polizei ist im Einsatz. Das lief ja, wie wir es beobachtet haben, auch sehr, sehr ruhig. Ohne Bauern, keine Zukunft steht hier hinten drauf. Also hoffen, dass alle nachher auch sicher nach Hause kommen. Ja, hier läuft die Musik. Ich rede mal ein bisschen, sonst haben wir nachher wieder die Thema-Probleme drin. Also ich denke, das ist nicht zu verkennen. Auch hier sieht man am Straßenrand die Leute, die die Daumen hoch machen. Hier seht ihr hier vorne. Und ich frage auch gleich mal, wenn der Konvoi vorbeigefahren ist, ohne die Kinder zu filmen. Darf ich Sie kurz interviewen? Darf ich Sie kurz interviewen? Okay, und nur Ton, wäre das okay? Okay, danke. Ja, möchte ich hätte aber auch gefilmt gerade. Aber Daumen hoch hat man gesehen. Also. So. Die Musik läuft hier. Das zeigt sich wieder. Auch die ein oder anderen von den Transportunternehmen sind hier mit dabei. Und das Lied, was da läuft, da redet eben über Berlin. Habe ich auch noch nie gehört. Aber Berlin kommt jetzt am Montag. So, und da hinten fahren die nächsten. Ich zeige euch gerade mal. Da kommen die nächsten schon wieder an. Da blinkt es auf jeden Fall schon. Also, da schließen die nächsten Traktoren auf hier. Habe ich den Zoom gerade ein bisschen durcheinander gebracht. Wir stellen uns mal hier am Straßenrand, gucken einfach ein bisschen zu hier noch in Münster, der Fahrradhauptstadt Deutschlands.
Ja, tatsächlich haben wir auch jetzt mal eine Person gesehen, die Daumen runter gezeigt hat. Das war aber auch die einzige Person, die ich jetzt hier in den letzten Tagen irgendwo auf den Straßen gesehen habe. Aber auch das gibt's. Ideologie macht nicht satt. Eine Message, die hier eigentlich auch an die Grünen geht. Ohne uns wäre der Hundrick nackt und durstig. Bauerntod bringt Menschennot, steht hier vorne mit drauf. So, und da kommen auch schon die Nächsten wieder angefahren. Guck mal hier, die Fähre Milchkuh ist hinten drauf. Vielleicht kennt ihr ein oder andere die. Also die passt auch wie vom Kaiserzelt, vom Baustoffzelt Kaiser. Sag mal, wo kommt denn die Kuh her? Die kommt von unserem Betrieb. Okay, also habt ihr selber besprüht oder? Okay. Die ist von einem deutschen Milchviehverband. Ah, alles klar. Weil so eine stand auch mal im Ahrtal. Und ja, alles klar. Vielen Dank für die Info. Cool. Also, Landwirtschaft ist bunt und nicht braun. Das ist auch ganz klar hier ein Zeichen gegen Rechts. Da haben sie ja hier bei vielen Demonstrationen auch probiert, irgendwelche Rechte drunter zu mischen. Das ist nicht gewollt und das ist auch gut, dass es nicht gewollt ist. Also hier geht es um Bund, um Frieden und ja, um die Message der Bauern. Ein Funken Hoffnung hier oben noch mit dabei. So viel ist so viel. Aktionswoche. So, auch hier die Spezialtransporte und Unternehmen sind mit dabei. Da hält die Polizei gerade an. Grund kenne ich nicht. Schönen guten Abend hier aus Münster, der Fahrradstadt. Also über 300 Traktoren, 330, wurden jetzt schon gezählt. Vielleicht gibt es da nachher auch nochmal neue Einschätzungen mit dazu hier. Mit, wir retten Deutschland. Ja, komm mit, stand drauf, wir retten Deutschland. Also alle zusammen. Da ist jeder gefragt, die Bauern und Landwirte zu unterstützen, in welcher Form auch immer. Und ihr tut es auch, indem ihr zuschaut. Macht eure Freunde, Bekannte auch aufs Thema aufmerksam. Unterstützt hier von der Bevölkerung. Super, sehr schön. Mit so einer Raspel hier, kennen wir noch von den Fußballterminen. Da hinten stehen schon die Nächsten, die ankommen. Wir warten jetzt hier einfach mal so ein klein bisschen am Straßenrand. Da hinten kann man sie schon sehen. Du musst hier immer gucken, dass du nicht einem Radfahrer irgendwie in den Weg kommst. Also da hinten blinkt schon wieder, da kommen die Nächsten angefahren. Den Konvoi hat es ein bisschen auseinandergezogen. Und ich frag mal kurz hier vorne, ob ich ein Interview führen darf. Entschuldigung, dürfen Sie mich kurz interviewen? Wir sind gerade live bei Social Media, ja. Haben auch Zuschauer. Mögen Sie ein bisschen was sagen? Sie haben ja auch unterstützt gerade. Ja, ich bin voll dabei. Sehr gut. Also Sie unterstützen auch die Bauern, Landwirte? Aber 100%. 100%. Sehr gut. Ja, gerne. Was stört Sie so momentan an der aktuellen Politik und der Lage im Land? Was ist so Ihre Auffassung? Ja, es ist alles falsch besetzt und Sie haben zu viele Frauen in der Politik. Zu viele Frauen in der Politik? Sagt eine Frau, zu viel, okay? Viel zu viel. Die Frauen, die überhaupt keine Ahnung von nichts haben, die können das Leben gar nicht kennen. Welche wären das zum Beispiel? Bitte wer? Welche wären das zum Beispiel? Ja, das ist die gerade da wieder rundlich bei den Arabern. Unter anderem. Ah ja, okay. Ja. Ich habe immer grün, ich bin parteilos, aber habe immer grün in meinem Herzen gehabt. Mhm. Nicht nur allein im Garten, sondern auch überhaupt. Aber es hat sich geändert jetzt? Ach, total. Die drehen ab. Wo ist das in Peru? Da haben die Geld geschickt für Radwege. Die sollen erstmal sehen, dass wir hier klarkommen. Das Thema hatten wir eben auch, das haben wir auch schon angesprochen. Da kriegt einer am Helm von. Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? 83. 83, also Sie haben das dann mit aufgebaut, auch muss man sagen. Ja, ne? 43, ja. Ne? Ja. Wahnsinn. Ja. Es tut mir so leid für die Leute, vor allen Dingen, was ich. Ach, das ist ja nicht allein. Ich gehe mal ganz kurz einmal rüber. Bleiben Sie hier, ich laufe nicht weg. Da kommen nämlich die Nächsten. Also auch ein ganz klares Feedback hier. Von einer Dame am Straßenrand und schaut mal, wie viele da kommen. Wir sind noch was da, ich komme gleich wieder, ja? Alles klar. Super. Also, dann gehen wir gerade am Straßenrand und führen das Gespräch gleich weiter. Bevor wir die Traktoren hier verpassen. Oh je, da hat das Spielzeug zertrümmert.
Oh Mann. Vielleicht kann man es nochmal reparieren. Wir schauen mal. Also, wir stoppen die Ampel. Gehe ich hier rauf. Das ist auch interessant. Sehr gut. Schau mal, ein Cent auch wieder hier. Super. Ja, danke, gut, dann hast du nicht so gefunden. Sehr schön. Ja, guck mal hier, für uns die Lichtstufe hier. Sehr geil, was hier los ist in Münster. Markier mal einer Markus oder Wilhelm, vielleicht mögen sie den Beitrag teilen. Teilt gerne auch das Video hier, damit wir möglichst viele Menschen erreichen. Also, die Bauern und Traktoren sind unterwegs. No farmers, no future. Kein Landwirt, keine Nahrung, keine Zukunft. Ja, manche Transparente und Traktoren kennen wir auch schon aus anderen Zügen. Die haben sie also auch. Teilweise sind LKWs und Traktoren aus der Eifel mit dabei, habe ich gesehen. Weil manche Plakate habe ich wiedererkannt. Ich glaube nicht, dass die eins zu eins nachgemalt wurden. Ja, das ist schon der Wahnsinn, Maximilian. Das, ne? Ist wirklich der Wahnsinn. Vor allem, wir müssen uns überlegen, das ist jetzt eine von vier Kolonnen, die hier lang wollen. Wir sind, ich würde mal sagen, mit einer mittleren angekommen. Das ist jetzt so, wie es aussieht. Ahaus, Worten. Die können zur Kolonne aus Großfeld gehören. Also es ist schon überwältigend, wie viele Landwirte sich hier zusammengetan haben im Münsterland. Und ich bin auch gespannt auf die Zahlen, die wir später warten. Ob wir eher bei 1200 oder 1400 sind oder drüber liegen, da bin ich wirklich gespannt. Ja, ich auch. Ich auch. So, da kommen die nächsten hier auch mit einem älteren, ich glaube, es sind DDR-Autos, weiß ich nicht genau. Auch hier. Sehr gut. Und die grüßen auch schön hier. So, hier wird man links da aber noch mitgewunken hier. Hand in Hand, Bauern, Handwerk, Mittelstand. Die Ampel muss weg, steht hier drauf. Ich lese mal vor, was draufsteht. Es reicht, genug ist genug. Also, auch hier einiges an Winken mit dabei. Das ist großartig hier. Schaut euch das an und das ist ein ganz, ganz Deutschland hier. Gänsehautmomente in Münster. Bald Geschichte, Du und Du steht hier drauf. So viel ist so viel. Auch mit dem Schneeschieberschild hier noch mit dabei. Stoppt diese Regierung. Ja, so schaut das ja aus. Ja, und da fahren sie weiter. Da kommen auch gleich schon die nächsten wieder an, habe ich gesehen. Das geht durch ganz Münster im Moment. Genial, absolut genial. So, da sehe ich schon den nächsten, der ankommt hier vorne, oder mehrere sogar. Ja, und keine Sorge, auch wenn die Presse nicht von überall berichtet. Wir sind da, TSFK, live und in Echtzeit. Wir zeigen es euch und nehmen euch mit bei der Live-Berichterstattung von hier. Hier ist nichts zusammengeschnitten oder geschönt. Super, sehr gut hier.
Ja, Feuerwehr, Polizei ist auch unterwegs. Rettungsgasse haben wir eben gesehen, wurde auch gut gebildet. Und ich gehe jetzt nochmal mit nach vorne hier. Gehe gerade mal so ein klein bisschen auf Seite. Zu der Dame hier am Straßenrand. Ja, wir hatten eben unser Interview kurz unterbrochen. Ja, ich finde es toll, dass Sie unterstützen. Sie sind mit dem Rollator hier unterwegs. Ja, anders geht es ja nicht. Ja. Wenn ich frei laufe, ist es schlecht. Ja. Was muss ich jetzt ändern? Was muss die Politik tun, damit es besser wird? Ja, also es wird einfach mit Leuten, die einfach nur das große Wort führen, die unsere Politik hier gefördert, sagt man ja nur gerade nicht. Ja, es ist regiert und es kommt nichts mehr rum. Es kommt nichts mehr rum. Ganz im Gegenteil. Wir haben noch nie so schlecht ausgesehen wie jetzt. Ja. Ja. Und ich sag mal, das hat das Land schon lange nicht gesehen. Ja. Manche sagen auch, ja, oder ich sage auch beispielsweise, die zweitschlimmste Regierung, die wir je hatten. Ja. Ne, und der zweitschlimmste Bundeskanzler. Ja, also, ja. Nun bin ich gespannt, was sich bewegt. Aber ich habe so, wenn die alle sich anders richten, man kann es sie nicht übel nehmen, aber man muss abwarten. Aber wie schaut es denn mit den Renten aus? Wie ist ja, da gehöre ich allerdings, muss ich sagen, zu den Guten. Wir haben uns immer gut versichert, wir waren selbstständig. Und ich kann gut vernehmen. Ne? Okay, das ist schon mal, ja, ist schon mal gut. Was haben Sie gemacht früher, wenn ich fahren darf? Wirtschaft, Gastwirtschaft. Ach schön, ja, sehr gut. Ja. Ja. Ja, aber man muss auch dann, wenn man selbstständig ist, dran denken, ans Alter, nicht wie ich so manche erlebe, auch Berufskolleginnen, ne? Ja, am Stühlen können Sie mal einen Tisch und Kaffee leisten, nicht? Ja. Das heißt, über andere Rentner, wo Sie ja, gerade sprechen. Ja, ja. Ich habe da einen Artikel gelesen, da habe ich meine grauen Haare geschüttelt. Nicht? Aber es ist traurig, andere kriegen das Geld so nachgeworfen. Nicht? Und da haben die Leute 44 Jahre gearbeitet. Ja. Und was kriegt man? Sie kriegt 800 Euro Rente und 600 Euro Miete. Ja. Ja, wahre Worte lese ich hier in den Kommentaren von vielen auch. Also viele sind bei, sie kriegen ganz viele Daumen hoch hier. Ja, und auch Herzchen sind für ja, sie hier mit dabei. Ja, aber das kommt ja, weil ich den Schritt mache, der hält mich so fit. Okay, vielen lieben Dank, dass Sie kurz Zeit für uns hatten. Dankeschön. Was haben Sie da wo? Bei Facebook, ich gebe Ihnen gerne mal ein Herzchen, da können Sie gerne mal wenden. Haben Sie Facebook? Nee, habe ich nicht, aber unsere vielleicht Kinder. Die Enkel, die Kinder. Ich habe drei Wunschkinder. Alles klar, Dankeschön. Okay, ja, also von Menschen, die dieses Land hier mit aufgebaut haben. Ja, das von uns einmal hier aus Münster. Ja, Maximilian und ich sagen, wir wünschen euch einen schönen Abend, würde ich sagen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und dann würde ich sagen, ihr Lieben, wir sehen und hören uns, wann auch immer, vielleicht heute nochmal, vielleicht aber auch erst morgen, wir werden es sehen. Also aus dem kalten Münster, 0 Grad hier über frierende Nässe. Seid vorsichtig, wenn ihr draußen unterwegs seid. Es ist ziemlich glatt, zumindest hier in der Ecke momentan. Und ja, wenn ihr dem Kanal noch nicht folgt, gerne folgen. Einfach mal auf den drücken. Und Live-Berichterstattung von vielen Themen aus Deutschland. Politik, die Demo der Bauern und Landwirte, aber auch andere Themen wie Flugkatastrophe oder auch mal die schönen Dinge des Lebens. Also schönen Gruß hier, TSFK. Euch einen wunderschönen Abend und später eine gute Nacht. Ciao, ihr Lieben, hier aus Münster.